In jedem Jahr bringt Lego neue Polizeisets auf den Markt und letztes Jahr gab es dabei auch einen Geldtransporter. Den gab es für 14,99 € und er beinhaltet 138 Teile. Mit zwei Minifiguren, nämlich einmal diesem Polizisten und, was überrascht, einer weiblichen Ganovin. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Der Schatz, um den es geht, das sind hier diese beiden Kästen und da sind ein paar bunte Steine drin, sowie Goldbarren und Geldmünzen. Geldscheine, es gibt aber auch Diamanten. Das Besondere ist, wir haben an der Seite zwei Tresore, die wir öffnen können und da befinden sich auch schon einige der Schätze drin. Was ich aber viel, viel cooler finde, ist hinten dieses Schloss, Panzerschlossteil, wo sich der Wagen hinten öffnen lässt und man kann dann die beiden fahrbaren Tresore, sage ich jetzt mal, reinpacken. Das ganze Auto lässt sich auch noch oben öffnen, das Dach lässt sich also aufmachen, zum Beispiel mit dem Brecheisen, das dabei ist, sodass die Ganovin da einsteigen kann. Ich finde das Set auf jeden Fall ziemlich cool, weil es klein ist, aber doch irgendwie sehr detailliert und ich werde es auf jeden Fall verwenden.